Hallo, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wie der Titel schon sagt und wie man hier so ein bisschen sieht, dachte ich mir, ich mache einfach mal ein Video, wo ich zeige, wie der D&D-Keller aussieht, wo ich mit meinen Spielern immer spiele. Okay, gut, also hier ist die Eingangstür und da kommt man dann rein und dann... Ja, sieht man direkt den Tisch und den gucken wir uns auch direkt mal an. So, also hier sind einfach so die Stühle, hier können dann die Spieler sitzen. Hier steht sonst auch immer noch ein Stuhl. Hier sind dann so ein paar Sachen drauf von den Spielern. Hier so ein Bag of Holding, den hat mal einer zum Wichteln bekommen. Ein paar Würfel, hier ein paar Zauberkarten von unserem Ranger. Dann haben wir hier einfach so eine, das ist eine Tischplatte, von diesem Tisch, den kann man noch ein bisschen länger machen eigentlich, aber diese Länge ist halt passend für den Raum, so. Haben wir einfach auf so eine komische Kiste gestellt und auf der anderen Seite ist was anderes und das ist eben die Battlemap. Die habe ich erst vor einiger Zeit mal gekauft, hatte ich die in einem Laden gefunden, da war ich sehr glücklich drüber, weil die nicht so einfach hier zu bestellen sind, beziehungsweise sehr teuer und so und die ist halt wirklich gutes Material und ja, jetzt ist das mit den, wie viel Feed läuft man, muss ich das nicht mehr schätzen und so setzen, sondern da können wir das jetzt wirklich benutzen und da setze ich dann einfach die Geländestücke drauf. Hier sind die Figuren, die Spielfiguren der Spieler, alle von Hero Forge, außer diese hier, weil der Spieler erst später dazu gekommen ist, nachdem wir die schon erstellt und bestellt hatten. Ja, vielleicht kommt da auch noch irgendeine. Das ist die Map, wo wir momentan drauf spielen. Die habe ich gezeichnet, da mache ich aber vielleicht nochmal ein separates Video zu, wie ich so das mit den Maps mache und so. Genau, und dann geht es hier rum. Hier auf dieser Seite ist die Stütze eine Würfelbox von einer Spielerin von uns. Die hat einer gebaut, da kann man auch irgendwie Licht anmachen, aber ich weiß nicht wie. Und deshalb mache ich das jetzt auch nicht, weil sie nicht mir gehört. Genau, einer unserer Spieler hat einige Würfelboxen gebaut. Die kann ich auch nochmal eben zeigen. Die ist von einem anderen Spieler und ist gebaut worden. Ich, auf dieser Seite. So, die macht man so auf. Dann kann man das hier ausrollen. Und dann sind hier die Würfel von ihm. Okay. Gut. Hier liegt so ein bisschen, so ein paar Instrumente. Da sind ein paar Keyboards und so. Und die Wände hier sind alle Teppich. Und zwar, weil das früher geplant war als ein Musikraum, ein Proberaum. Da hinten steht auch ein E-Piano. Jedenfalls, hier wurde früher immer Musik gemacht und so, aber das ist dann mit der Zeit immer weniger geworden. Und dann habe ich irgendwann den Keller ziemlich freigeräumt und diesen Tisch aufgebaut, weil vorher ich immer mit meinen Spielern... hier ist es ziemlich dunkel, sind wir halt von Raum zu Raum, haben da immer so einen Tisch aufgebaut und ja, jetzt einen Raum zu haben, wo man spielt, kann ich euch allen empfehlen, ist einfach, wenn man die Möglichkeit hat, echt cool. Die Kerze ist ausgegangen, die hatte ich angemacht, egal. Okay, hier ist nur ein Schrank, da sind alte Spielsachen drin und sowas alles, ganz viel Lego, glaube ich noch. Hier lege ich eigentlich die Regelbücher hin, hier liegen aber eigentlich immer nur diese zwei, weil ich die nicht immer parat brauche, die anderen liegen immer hier. Genau, das habe ich ja in einem anderen Video gezeigt, was ich hier so hinterm DM-Screen habe und was man da braucht. Könnt ihr euch gerne noch angucken. Genau, hier habe ich vor einiger Zeit eine Karte von Mittelerde mir mal gekauft und die in einen Holzrahmen gesetzt, weil ich finde, dass das wirkt dann direkt sehr anders. Hier ist irgendwie so ein Geländestück von Schleich, was meine Mutter auf einem Flohmarkt gefunden hatte und dann mitgebracht hat. Hier ist ein Gandalf und die sieht man jetzt nicht, weil es zu dunkel ist, aber hier sind auch die zwei Adler, die ich, wo ich auch ein Video zu gemacht habe, wie ich die bemale. Das sieht man jetzt schlecht, aber ich hole das einfach mal immer ein bisschen ins Licht. Hier sind so Geländestücke, die ich gebaut hatte für den Endkampf gegen Vecna am Ende der letzten Kampagne. Da zeige ich gleich noch den Counterpart zu. Habe ich eben einige Stücke ausgemacht, kann ich direkt mal zeigen. Und zwar hat der Kampf so angefangen, auf diesem hier. Und das ist dann quasi
gebrochen in einzelne Stücke, hat angefangen zu schweben und die habe ich eben da gebaut. Und dann wurde darauf gekämpft und die haben sich dann während des Kampfes bewegt. Weiter hier ist noch dieser Steingolem, zu dem habe ich auch mal ein Video gemacht, wie man den baut. Dann habe ich selbst einen Beholder mir gebaut. Da mache ich auch, denke ich, nochmal in Zukunft irgendwann ein Video zu, wie ich das gemacht habe und womit. Weil damit bin ich sehr zufrieden. Er ist halt ein bisschen groß vielleicht, aber man erkennt halt wirklich, was es sein soll. Und da die Figuren einzeln, wenn man sich halt eine originale Beholder-Figur kauft, kostet die schon einiges. Sieht man jetzt nicht, weil es zu dunkel ist, aber hier stehen noch die alten Spielfiguren aus der letzten Kampagne von den Spielern und eine Devour Flower oder irgendwie so, oh, cooler Reim. Ja, irgendwie so ein Ding. Und dann habe ich das Ganze hier so ein bisschen noch geschmückt. Da sind so einige Krüge, ein paar Figuren noch, ein paar Waffen. Hier ist jetzt die Anlage, das erkennt man halt nicht. Da habe ich immer so Schwerter, die ich damals gesammelt habe und Dolche, ein paar Heiltränke und so. Alles einfach ein bisschen dekoriert, dass es passt. Hier ein Bild, was ich gesprüht habe. Erkennt man nicht so gut, ist aber die Silhouette von den Gefährten. Genau, und dann ja, habe ich die Wand einfach ein bisschen dekoriert. Ich kann mal ganz schnell durchgehen, was hier noch so ist. Hier ist die Lebensanzeige vom Endkampf. Der allerletzte Kampf, hier sieht man die legendären Aktionen von ihm. Und ja, und wie sein Leben immer weggestrichen wurde und alles. Ich muss niesen. Vielleicht auch nicht. Das war die andere Karte, der andere Kontinent quasi von der Welt. Den habe ich dann irgendwann nochmal in Farbe mit Jackson-Kreide aufgezeichnet mit noch einer anderen Insel, die dabei war. Und so, ja, ist einfach schön, das hier so aufzuhängen. Das kam irgendwann dazu. Zu dem Bild gibt es auch eine Geschichte, die ich jetzt aber nicht erzähle. Hier noch ein paar Fights. Das ist die Map von Fallout 3, als wir da mal einen One-Shot gespielt haben. Habe ich auch zu den Regeln, die ich da verwendet habe, die ich dafür geschrieben habe, ein Video gemacht. Ein paar Karten. Da ist eine Karte von Bararovia aus Ravenloft. Eine Karte von Skyrim mit Unterschriften von Leuten. Ich kann es ja mal zeigen. Vielleicht weiß ja einer, wer das ist. Ich denke, man erkennt es. Habe ich vor Jahren auf der Gamescom bekommen, die Unterschriften. Und da war ich so gehypt. Könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben, von wem diese Unterschriften sind. Genau, hier dann einzelne Städtekarten, erkennt man jetzt nicht. Das sind einfach so Bleistiftzeichnungen, die ich vor den Abenteuern gemacht habe. Und wenn eben was Cooles in der Stadt passiert ist, dann habe ich die hier auch aufgehangen. Genau, hier eine Karte von Aventurien, hier eine andere Karte von Aventurien. Die war in der Collector's Edition von Drakensang, dem Computerrollenspiel von Zum Schwarzen Auge. Hier noch eine andere Karte von Aventurien. Das war, hat ein Spieler aus der letzten Kampagne, der hat dann Gunslinger gespielt und das war, damit konnte der immer gucken, ab wann hatte Disadvantage und so, von der Länge her. Sehr cool. Und hier ein magisches Item, was auch eine sehr wichtige Rolle in einem Story-Arc und in der Story an sich gespielt hat. Der Name der Gruppe letztes Mal. das Banner, also das Ding hatten die mal ausgedruckt und hochgehalten, als ich so eine Aufführung hatte. Und dann saßen die da im Publikum und haben das Ding hochgehalten. Karte von Game of Thrones. Hier, diese Karte ist von Tal Darrey, eben aus Critical Role in der von Matt Mercer erstellten Welt. Habe ich da. Die ist in dem Buch dabei, in dem Campaign Guide, der hier liegt. Genau. Okay, dann ist hier noch ein anderes Bild auf Leinwand, was ich mit Spraydosen gemacht habe, was auch sehr cool geworden ist, meiner Meinung nach. Da oben hängen noch ein paar Schwerter. Das links ist ein Labschwert, so elbenmäßig. Die anderen sind aus Metall. Die Axt habe ich mal auf einer Burg gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß aber gerade nicht mehr den Namen. Das Schwert und das Schwert, die sind einfach so über die Jahre zu, ja, über die Jahre zusammengekommen. So, da bin ich. Hallo. Ja, wie man sieht,
Wir sind hier in einem Keller, also richtig schön klischee-mäßig, D&D-Keller bei Mutti zu Hause. Oh. Okay, genau, und das hatte ich auch schon mal einmal ganz kurz gezeigt. Hier sind eben ein paar. Hier ist ein Block, wo ich manchmal was drauf zeichne für Battles. Hier sind Figuren, hier drin sind noch Geländestücke. Eine Sanduhr, wenn man mal ein bisschen Druck ausüben möchte auf seine Spieler. Genau, und hier sind einfach hauptsächlich Geländestücke und Figuren, die ich ein bisschen mehr erreichbarer haben möchte. Hier ein paar Charakterbögen, Regeln und so weiter und so fort. Würfel. Ja, und alles, was so über die Zeit so zusammenkommt. Ja, und dann hier. Hier sind dann nochmal Figuren. Ich habe angefangen mit Herr der Ringe Tabletop und da ist dann eben einiges zusammengekommen und über die Zeit dann immer mehr. Hier ein Drache von Schleich, der umgebaut wurde, der ein bisschen gemoddet wurde, sage ich mal. Ein Mumakiel und so weiter und so fort. Und genau, das ist dann hier alles so zusammengekommen. Das ist zu schwer, das nehme ich jetzt mal nicht. Da sind Gegner hauptsächlich drin, unter anderem auch der originale Kraken von. Ja, die sind jetzt nicht so schön aufgeräumt oder so. Da sind Zwerge hauptsächlich. Genau, da ist der originale Kraken drin von D&D und noch ein Balrog und so. Hier sind nochmal Menschen drin und so weiter und so fort. Ja, und das ist es dann so ziemlich. Hier sitze ich dann, da sitzen dann so die Spieler. Genau, die Anlage noch. Da mache ich mit AUX-Kabel immer. Musik habe ich ja gezeigt in dem anderen Video. Und so sieht das dann aus. Dann sitzen die hier und ich sitze hier und dann. Ja, versuchen wir eine gute Zeit zu haben. Genau, und das ist so eine kleine, schnelle Tour gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie gefallen und hat euch vielleicht ein paar Ideen gegeben, wie, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie so einen Gaming-Raum zu haben oder so, wie ihr das für euch machen könnt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Yay! Yeah.